Kindesmissbrauch, Mann zu 10 Jahren Haft verurteilt. Ein 40-jähriger Mann ist unter anderem wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und des Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Der geständige Angeklagte habe sein eigenes Baby und 3 kleine Mädchen aus befreundeten Familien missbraucht, begründete das Berliner Landgericht sein Urteil. Insgesamt 42 Taten sahen die Richter als erwiesen an. Die Kinder waren laut Anklage bei den Taten zwischen 1 Monat und 9 Jahren alt. In der Zeit von 2007 bis 2023 sei es bei der Betreuung zu sexuellen Übergriffen gekommen. Erstes Opfer sei die jüngere Schwester seiner damaligen Lebensgefährtin gewesen. In seiner damaligen Wohnung in Berlin-Hellersdorf habe er das Mädchen mehrmals missbraucht. Von Januar 2011 bis Januar 2014 habe er seine eigene Tochter missbraucht. Laut Ermittlungen war sie bei der ersten Tat knapp 1 Monat alt. Das Verfahren gegen den nicht vorbestraften 40-Jährigen begann mit einem Hinweis des National Center for Missing and Exploited Children, einer US-amerikanischen Organisation, an deutsche Ermittler wegen Verdachts auf Kinderpornografie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.